So, hi und herzlich willkommen zurück in Dragon's Prophet. Und dadurch, dass die Audioaufnahme das letzte Mal natürlich ein bisschen kaputt war, hatte ich probiert, das hast du wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, nochmal hier unten in die Instanz reinzukommen, in das DRK-Gefängnis. Aber das ging nicht wirklich, weil es ganz einfach nicht ging. Nicht geöffnete Zone hat da gestanden. Das heißt, wir müssen uns jetzt anders beschäftigen, aber das macht nichts. Und ich hatte die ganzen Quests hier fertig gemacht. Schon im letzten Let's Play, aber eben, ja, mehr oder weniger über andere Sachen mich mit dir unterhalten. Deswegen gehen wir die jetzt erstmal ab und mal gespannt, ob wir hier im Verlauf der Zeit jetzt dann noch an dem komischen Tor da vorbeikommen. Und es ist immer so eine prickelnde Sache. Ja, hier siehst du, das nicht geöffnete Zone im Chat steht's. Das ist immer so eine prickelnde Sache mit der Aufnahme. Ich weiß nicht, ob du dich vielleicht sogar damit schon mal beschäftigt hast, aber Audacity ist das Programm, wo ich mein Mikro aufnehme und es speichert quasi so eine Sicherheitskopie auf meiner Festplatte, wo das Betriebssystem drauf ist, wo so wo eine SSD ist, ganz einfach mit nur 128 GB, und wenn das mal voll ist und dann nimmt Audacity auch nichts mehr auf, da hast du keine Chance mehr. Deswegen gab es eigentlich den kleinen Fehler. Ja, Heiltränke! Ah, oh, Heiltränke! Hey! Wichtige Nachrichten, Abschlussvoraussetzung. Dank eurer Hilfe haben wir herausfinden können, wer der führende Kopf ist, der das Geld zum Anheuern neuer Banditenmitglieder bereitgestellt hat. Er hat allerdings ungewöhnliche Geschäfte mit den Wolfsmenschen abgewickelt und wir müssen sofort in Taka davon berichten. Mein Freund, helft uns bitte. Wichtige Nachrichten nach Clark Len. Clark Kent, das ist so eine Anspielung, ja? Superman Inc. Nach Clark Kent zu bekommen. Woo. Hier, du hast noch Heiltränke. Ey. Hey, hey. Da kann ich wieder einen saufen gehen. So, und hier gab es auch noch eine Quest zum Abgeben. Wunderschön. Are you an Army Veteran? Ah, oh, und damit sind wir Stufe 19, noch ein Level, dann sind wir Stufe 20. Oh, was war jetzt? Was war das? Hey! Der Rückhalt, der steht wieder nur da. Während zwei Banditen mich da, ne, behelligen. Ah, komm, der Drache darf mal hier helfen wieder. Und zu den Drachen nochmal ganz kurz, weil da auch in den Kommentaren geschrieben wird, dass es auch legendäre Drachen, meine ich, oder Ancient-Drachen, ich weiß es nicht wirklich. Untersucht die südliche Klippe in Richtung Western. Ja, dass es die eben gibt und dass die mehr oder weniger random spawnen. Beziehungsweise einmal am Tag oder zwei oder drei oder was weiß ich, wie viele Drachen pro Gebiet. Also ich weiß, dass es die gibt, ich gehe die aber momentan noch nicht farmen und ich mag die momentan auch noch nicht farmen. Wir questen jetzt einfach mal gemütlich vor uns hin und schauen, was die neuen Gegenden bringen, wo wir uns hinbewegen. Und was es sonst noch so gibt eben. Früher oder später ja auch die Berufsquests, die müssen wir ja auch noch machen. Schande über uns, dass ich die noch nicht gemacht habe. Okay, wir untersuchen. Oh, ja, na klar. Hey, war das jetzt so schwer? Im Westen in einer kleinen Höhle. Nicht weit von hier scheint etwas los zu sein. Ich wollte euch erst Bescheid sagen. Ah, okay. Schön mit, wieder mit Punkten markiert. Ey, das ist die Höhle. Da waren wir doch aber schon. Hey! Ah, okay. Das ist so ein Event wie das mit dem Adler. Ich verstehe. Aber diesmal, da ist sogar der Adler mit am Start. Guck mal, da ist er. Der Drache muss wieder her. Aber selbst jetzt wieder gegen so viele Mobs kein Problem. Jetzt ist es quasi ein Stream-Team, der Adler und der Rika. Der tut nichts gut und der tauge nichts. Bildendes Stream-Team. Das Dorfoberhaupt, ja, okay. Oh, ihr seid schwer verletzt. Ich bringe euch so gleich zurück nach Tanka.
Wir sollten uns zurück nach Tanka aufmachen. Mir gehört die Schenke zum matschigen Stiefel. Such da dort nach mir. Okay. Also da waren wir ja schon im letzten Teil des Let's Plays. In der komigen Höhle. Da fliegen wir natürlich hin. Wir haben ja jetzt den Luxus. Und ich weiß auch gar nicht, wie das ist mit so speziellen Drachen zum Zähmen. Braucht man da irgendwie mehr Skill oder brauchen die länger, bis man sie gezähmt hat mit so legendären Drachen? Das würde mich jetzt mal interessieren. Da habe ich auch noch nichts drüber gelesen. Ah, wir können ja mal gucken, was. Da war doch der Drachengehege-Man. Ja, wo ist er denn? Zu lange. Ah, da ist er. Guck. Und die haben natürlich jetzt wieder nichts zu tun hier. Ich tue den auch mal reinpacken. Da kann der auch ein bisschen sich beschäftigen. So, jetzt gucken wir erstmal wieder Drachentraining. Da können wir einen Punkt verteilen wieder. Wo haben wir. Nee, da hatte ich doch das letzte Mal einen verteilt. Kannst du dich erinnern? Ich hatte doch da einen verteilt. Was zum. Oh, da können wir, glaube ich, das Futter benutzen. Ah ja, okay. Okay, ich verstehe. Wir gucken aber jetzt mal uns die Drachen noch mal kurz genauer an, damit ich weiß, welchen ich jetzt hier nehme. Dass ich wirklich einen guten Drachen habe, den ich da. Ich glaube, ich nehme den hier. Oder den? Der hat auch zwei Skills und der hat das hier. Nee, komm, ich nehme den hier. Das gibt jetzt erstmal meinen Main-Drache, auf den ich mich so ein bisschen fokussiere. Und da kann ich doch tatsächlich, da war das hier. Da Drachenfutter reinpacken. Nicht genug Potenzialfutter, genial. Und im Hintergrund hörst du vielleicht mein Telefon klingeln. Aber das ist mir jetzt gerade mal egal. Denn wir werden jetzt hier erstmal uns um die Drachen kümmern. Ja, wo hauen wir denn rein? Ne, ich hau jetzt noch nicht rein. Ich hau den Punkt noch nicht rein. Ich werde jetzt hier erstmal wieder ein bisschen Feldtraining machen mit dem da und mit dem da. Na! So, verfügbare Items. Verfügbare Skills zum Erlernen. Wirbelsturmangriff, okay. Der kann jetzt hier den Wirbelsturmangriff lernen und den Süßname-Spell, wo es noch keinen wirklichen Namen gibt. Ja, dann machen wir doch einfach mal. Vielleicht kommt ja was Vernünftiges. Vielleicht kommt ja was Vernünftiges dabei rum. Nix, gleich nochmal. Action. Feldtraining abgeschlossen. Oh, guck mal, der hat den Skill erworben. Oh, cool. Und jetzt können wir aber trotzdem noch den Wirbelsturmangriff. Können wir den erlernen? Ich weiß gar nicht. Also der Drache muss natürlich irgendwelche freien Slots noch haben. Hat er? Doch, guck, das ist noch frei. Entweder zählt das hier als freier Slot, weil da noch Platz eben ist, oder das hier ein leerer Platz. Oder das bleibt noch für Skills übrig, die später irgendwann mal noch dazukommen. Ich werde jetzt aber trotzdem nochmal ins Feldtraining schicken. Also ich habe schon gelesen, dass es wirklich lange dauern kann, bis hier so ein Drache irgendeinen Skill übernimmt. Okay, jetzt hat er aber wieder nur Items mitgebracht. Ist auch okay, macht ja nichts, ist ja nicht schlimm. Dann machen wir hier mal noch Skill-Ausbildung. Der hat jetzt einen Wirbelsturmangriff. Oh, das ist eine coole Sache. Ja, machen wir den mal. Oder sollen wir den noch höher pushen? Guck mal, der hat jetzt schon Level 3. Das heißt, der müsste richtig fett Schaden machen eigentlich. Nee, aber ich würde sagen, wir gucken, dass wir mal alle Skills relativ gleich beisammen haben. Das heißt, der macht jetzt 5 Stunden mal hier Action-Wirbelsturm-Angriffstraining. Und dann sind wir wieder voll mit unserem Training für den Drachen. Und der Drache. Der darf. Was macht denn der? Was macht denn der? Jagd. Okay, der kann hier so Zähmungsfutter wieder mitsammeln. Und Erze. Hackfleisch, coole Sache. Können wir Frikadellen machen? Ne, der geht hier Holz sammeln. Guck, plus 25%, da bekommen wir mehr Zähmungsfutter wie bei dem hier zum Beispiel.
Das heißt, der macht hier 5 Stunden mal nichts anderes wie Holz sammeln. Und der, was kann der so super Tolles? Der hat hier 25% auf Leder sammeln. Cool. Dann darf der mal Leder sammeln. Da kriegen wir richtig fett viel Zähmungsfutter zusammen. So, und jetzt sind sie alle beschäftigt. Schade, dass ich momentan noch nicht mehr Drachen habe, aber ich ja, gucke eigentlich, dass ich auch in den anderen Gegenden, wo wir dann hinkommen, noch ein bisschen Platz frei habe und wirklich auch nur die Drachen behalte, die irgendwas Cooles können. Guck mal, da haben wir noch einen gelben Punkt. Ah, das war. Oh, das hatte ich im letzten Teil jetzt natürlich gar nicht erwähnt mit dem Audio. Fail. Das ist ein Rätsel. Da werden wir aber später nochmal drauf zurückkommen. Also, das ist wirklich ein cooles Rätsel. Ich rufe es mir hier nochmal auf. Oh, stopp. Wir lesen jetzt mal den Teil und du kannst dir das natürlich jetzt mal durchlesen und selbst drüber nachdenken. Oder ich mag jetzt nicht wirklich eine Komplettlösung oder sowas oder irgendwas im Internet da drüber googeln. Ich werde es irgendwann später wirklich mal dann nachrechnen und mal gucken, wie das Ergebnis dann ist und mich da einfach, wir könnten auch einfach wahrscheinlich durchwählen, bis wir die richtige Antwort haben. Aber wir werden uns später drum kümmern. Und jetzt geben wir erstmal hier die Quest wieder ab. Und mein Hund bellt. Yay! Der hat was gegen Quests. Were you in the army? So, und er hört tatsächlich auch nicht auf. Deswegen mache ich jetzt doch mal eine kleine Aufnahmepause, aber wir sehen uns gleich bestimmt wieder.